Die CSU-Fraktion hat nun das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Um es gleich vorweg zu sagen, selbstverständlich werden wir diejenigen, die in Deutschland berechtigt Schutz suchen, bei uns aufnehmen und ordnungsgemäß integrieren. Und das steht auch heute nicht im Fokus dieser Debatte. Heute steht im Fokus dieser Debatte die Frage nach den Rückführungszahlen aus Deutschland für nicht schutzberechtigte Personen. Und die Debatte heute richtet sich um eine Aussage des Innenministers, die auf folgender Frage basiert. NRW konnte bisher nur 20 der 1.300 abgelehnten Asylbewerber in ihr Land zurückbringen. Macht sich der Staat nicht lächerlich? Es ging also bei diesem Thema, bei dieser Frage um das Thema Rückführung abgelehnter Asylbewerber. Und der Innenminister hat heute klar und deutlich gemacht, dass er die Zahl 70% nicht hätte nennen dürfen. Aber darum alleine geht es nicht. Es geht darum, dass wir die Probleme, die bei der Rückführung abgelehnter Asylbewerber bestehen, nicht ignorieren dürfen, nicht kleinreden dürfen, weil Probleme nicht anzusprechen, das ist Wasser auf die Mühlen der Populisten. In Deutschland wird nach wie vor jeder dritte Asylantrag abgelehnt. Die Schutzquote liegt aktuell bei 61%. In gleichem Maße wird aber weder die Rückführung in Deutschland noch in Europa betrieben. Und deswegen haben alle 16 Innenminister der Länder, auch die mit grüner und linker Regierungsbeteiligung, gemeinsam mit dem Bundesinnenminister in ihrer Schengener Erklärung vom 16. Juni wörtlich gefordert, insbesondere muss für Schutzsuchende eine faire Zuständigkeitsregelung zwischen den Mitgliedstaaten gefunden werden. Dazu gehört auch, dass die Schengen-Mitgliedstaaten ein effektives Rückführungsmanagement betreiben. Und das ist nicht unmenschlich, sondern das ist notwendig und erforderlich. Und die EU-Kommission berichtet, dass weniger als 40% der ausgewiesenen irregulären Migranten die EU tatsächlich verlassen. Und bei uns ist der Wert noch deutlich niedriger. Wir haben am 31. Mai 2016 im Ausländerzentralregister 224.396 ausreisepflichtige Personen registriert. Und von Januar bis Mai wurden gerade einmal 11.294 Personen zurückgeführt. Das heißt also, die Ausreiseverpflichtung wird nur in 5% aller Fälle durchgesetzt. Und selbst wenn ich die freiwilligen Ausreisen mit etwas über 20.000 Personen dazunehme, komme ich gerade mal auf 14% aller Fälle. Also hier von einer schnellen und inhumanen Rückführung zu sprechen, wie das hier heute teilweise angeklungen ist, das kann auf gar keine Weise akzeptiert werden. Und das, was man an Problemen anspricht, das wird auch nicht irgendwo aus der Luft herausgegriffen, sondern das entspringt einer Analyse der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, und die ganz klar festgestellt hat, dass die Rückführung deshalb oft nicht funktioniert, weil die Verwaltung überfordert ist, weil die Identität nicht geklärt ist, weil die Reisepapiere fehlen und weil medizinische Gründe vorgeschoben werden, um Abschiebungen zu verhindern. Und das ist ein Problemfall, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben. Und deswegen haben wir auch mit dem Asylpaket 2 klare Vorgaben für die Ausstellung und Verwendung ärztlicher Atteste beschlossen, hier gemeinsam in diesem Haus mit der Koalition. Und es können nur noch schwerwiegende und lebensbedrohliche Erkrankungen ein Abschiebehindernis darstellen. Warum haben wir das gemacht? Weil es dafür eine Notwendigkeit und eine Erforderlichkeit gibt. Und das sind auch Fakten, Herr Castellucci. Und ich bin wirklich enttäuscht darüber, dass Sie heute in Ihrer Rede die Arbeit, die die Koalition in den letzten Monaten gemeinsam im Innenausschuss mit dem Innenminister geleistet hat, in der wir vieles geregelt haben, viele Pakete geschnürt haben, viele Gesetze verabschiedet haben, von Ihnen eigentlich vorhin so nicht sagen, zur Seite geschoben worden ist, als wären Sie dafür nicht auch mit, ich sag mal, auch mit verantwortlich gewesen, als würde das auch nicht Ihre Handschrift tragen. Man kann nicht auf der einen Seite in der Regierung sein und dann hier heute die Opposition spielen. Das funktioniert nicht. Und noch ein Wort zu den Ärzten. Natürlich dürfen Ärzte nicht unter Generalverdacht gestellt werden. Aber auch diese Unterstellung ist geradezu absurd. Und mir das zu unterstellen, nachdem ich aus dem Arzthaus komme, drei Geschwister habe, die Ärzte sind, ist im Übrigen auch völlig neben der Sache liegend. Ärzte haben die Pflicht,
nach ihrer medizinischen Behandlung Patienten entsprechend auch nach ihrem Verständnis Patienten zu behandeln. Das stellt hier überhaupt niemand in Abrede. Und ich glaube, dass wir mit der Neuregelung, die wir im Asylpaket 2 getroffen haben, auch für mehr den Ärzten etwas mehr an die Hand gegeben haben. Und die Arbeitsgemeinschaft Rückführung hat diese Probleme aufgezeigt. Und damit sage ich nicht, dass die Ärzte falsche Atteste ausstellen. Aber es ist eine Frage, welche Erkrankungen sind für uns so gravierend, dass wir sagen, die Rückführung kann nicht erfolgen. Derzeit sind viele Reformvorschläge für ein gemeinsames europäisches Asylsystem auf dem Weg, für einen europäischen Grenzschutz durch Frontex. Auf EU-Ebene arbeitet der Innenminister mit seinen Vorschlägen, die im Übrigen alle im Intranet abrufbar sind, an einer Lösung dieser Flüchtlingskrise mit. Auf der einen Seite die menschliche Seite, auf der anderen Seite aber auch die effektive Rückführung, die erfolgen muss. Und das ist der richtige Weg und nicht solche polemischen Debatten und Beschimpfungen, wie ich sie hier heute teilweise erlebt habe. Die Kollegin Barbara Woltmann hat für die